Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Ja, ich habe die Nacht wohlbehütet auf dem Hausdach hier überstanden und habe aber auch gleichzeitig diesen Turm hier hinten entdeckt. Scheint so eine Art Radiostation oder was dergleichen zu sein, so eine Messstation. Und da würde ich ganz gern mal hingucken. Und von daher rede ich jetzt gar nicht mal länger um den heißen Brei rum. Und dann schauen wir mal, was uns da Schönes erwartet da oben. Wahrscheinlich wieder massivst Zombies. Okay, da rennt schon einer. Da hinten. Ich habe mir auch noch ein paar Pfeile gecraftet in der Zwischenzeit. So, gib Ruhe hier. Okay, Eat. Hat mich sonst noch jemand auf dem Kicker? Ja, ich bin hunted. Dann noch kurz hier die zwei Dosen verspeisen und dann kümmere ich mich um dich da. Jetzt, oder? Ja, mach gleich einen Purzelbaum. Ui, das hat sich rentiert. Die Frage ist nur, was lasse ich liegen? Leder? Was brauche ich nicht? Die brauche ich nicht. Und Leder wirfe ich also auch weg. Brauche ich dabei auch nicht. Okay, irgendein spezieller Mining-Zombie, so scheint es. Ruhe auf den billigen Plätzen. Ui, der lebt noch, der steht noch mal auf. Kommen ja von überall, ist ja Wahnsinn. Scheinen irgendwelche Bergarbeiter-Zombies zu sein, aber dass das hier gar nicht aufhört. So, der ist hin. Einer noch. Der hat schon gar kein Gewand mehr an. So. Und du. Okay, immer noch hunted. Der da. Haben wir es jetzt. Ja. Das dürften alle gewesen sein. Wieder Kleber, sehr gut. Ui, Repair Kits. Die brauche ich später auch nochmal. So, weg mit der Shovel. Lieber die Repair Kits mitnehmen. Sonnenbrille. Da habe ich eine bessere an. Ui, das dachte ich schon, was schlägt mich hier an? Forged Steel hat der noch dabei. Ein Tanktop. Da war meines schlechter. Den hier habe ich schon. Den hier habe ich noch nicht. Okay, da hat er auch noch nichts. Forged Steel. Möchte ich ungern liegen lassen, dann Bottled Water und so, jetzt da. So, 5 Einheiten Forged Steel, sehr gut. Die kann ich später sehr, sehr gut gebrauchen. So, was ist das hier? Scheint eine Art Sendeeinrichtung zu sein. Wow, 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 nicht schon wieder! Nicht schon wieder. Oh shit, warum rennen die schon wieder? Ach, verdammt. Okay, die ist tot. Die noch. Ist auch tot. Bin ich noch hunted? Ja. Frag dich nur. Da.
Haben wir jetzt alle. Nee, noch nicht ganz. Puh, das war mal knapp. Jetzt würde ich gern zur Sendestation zurück, aber irgendwie habe ich gehörigen Respekt da hinten. Es waren ja doch ein paar. Ich würde mal sagen, ich kundschafte da erstmal in sichere Entfernung das ganze bisschen aus. Aber warum die rennen, ist mir nach wie vor ein Rätsel. Also, wenn ihr dafür eine Erklärung habt, dann scheut euch nicht und lasst mir die Erklärung zukommen, weil für mich ist es ehrlich gesagt unerklärlich, warum die da auf einmal lossprinten. Da hinten rennen sie. Da sind sie. Eieieiei. Der ganze Fünferpack da, oder? Ja, zwei. Aha. Richtig gruselig. Okay, der rennt normal. Dann gehe ich von hinten rein. Woodframes habe ich ja noch. Na komm, platzierst da. Ah, geht wohl nicht. Warum nicht? Okay, dann einfach drüber und dann mal hier still und heimlich erkunden das Ganze. Nicht damit die da wiederkommen. Aber hier drinnen bin ich ja einigermaßen sicher. Hört zwar schon wieder Zombies, aber die sind mir jetzt erstmal wurscht. Ui, Papier. So, hier geht's rauf. Sind sie schon wieder da? Die sprinten schon wieder. Eieieiei. Kollege, so nicht. Was geht denn mit denen her? Das ist echt. Ich habe ja 40 Schuss, also von daher. Ruhe jetzt. Bleib liegen jetzt. Na, sag mal. So. Ja, das ist ja übel. Also ich würde euch ja jetzt ganz gerne zeigen, wie ich hier die Base loote, aber ich glaube, das muss erstmal passieren. Bevor ich hier diese Horde nicht weg habe, ist es unten höchst unsicher. Leider habe ich auch nicht mehr allzu viel Schuss. Na komm, stirb jetzt. Die wollen einfach nicht sterben. Habe ich noch ein bisschen Stein, um mir Pfeile herzustellen? Natürlich nicht. Wie konnte es auch anders sein? So, dann sichere ich erstmal aber hier den Aufgang ein bisschen ab.
Ja, das reicht auch vollkommen. Gut. Beruhigen sich die wieder, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich könnte mir nur überlegen, ob ich vielleicht hier rüber baue und dann schnell die Flucht ergreife. Okay, der ist tot. Reinkommt tut ja keiner. Nee. Wird die natürlich schon ganz gern loshaben. Komm, kommt wieder zum Zaun. Da treffe ich euch wenigstens gut. Okay, die ist auch tot. Na komm. Da oben. Zeig dein Gesicht, meine Hübsche. Okay. Auch erledigt. Oh shit. Jetzt sind sie auch schon herin. Aber da kann ich sie wenigstens gut abknallen. Puh, war's das jetzt? Nee. Irgendeinen höre ich da noch. Das ist doch der Ton von einem Zombie, der hier raufrennt. Wie einer, der die Leiter benutzt. Also zumindest höre ich das ingame. Jetzt hat sich's beruhigt. Gut. Dann... Oh Mann. Ja, dann schaue ich mal, dass ich da wieder nach unten komme. Sicher das hier erstmal mit einem Woodframe kurz ab. Naja, zubrettern tue ich es nicht. Braucht's nicht. So, was war jetzt hier drinnen? Nix. Hier vielleicht? Black Skullcap. Skullcap hört sich gut an. Was kann weg? Wasser kann weg. Skullcap. So, das ist nur was für den Kopf. Das brauchen wir nicht. Gut. Die Zombies draußen ignoriere ich jetzt erstmal getrost. Ich möchte erstmal ins Innere hier reinschauen. In der Hoffnung, dass sich da guter Loot versteckt. So, grüß Gott, jemand da? Ja, der liegt schon länger. Leider nix. Die ganzen Schaltzentralen, die kann ich ja nicht looten. Ui. Waiter Googles. Ich höre schon wieder Zombies. Geh noch mal kurz auf meinen Aussichtspunkt. Wo ist denn der? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Naja. Wird schon nichts machen. Ja, mehr war sowieso nicht da drinnen. Von daher schaue ich noch kurz ins Auto rein. Ui, ein Clawhammer. Langsam wird es schwierig, was ich liegen lasse. Eigentlich alles gutes Zeugs. Brauche ich Bier? Ach komm, dann nehme ich das Bier einfach. Nehme ich es her. So, hier noch das. Auf alle Fälle gleich scrappen. Im Schrott habe ich ja bisher immer ganz viel Glück gehabt mit meinen Rezepten. So, und hierauf. Da oben ist ja nichts. Nee. Kein Loot weit und breit. Dann würde ich sagen, bin ich an der Stelle erstmal fertig. Mit dem
Punkt. Und schauen wir mal nach draußen. Ob die Zombies hier noch was fallen lassen haben. Nein. Hier noch was? Auch nicht. Dann esse ich noch den Honig. Und begebe mich langsam aber sicher auf die Rückreise. Und sage an der Stelle dann auch gleich Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Ciao.